Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist, wie gesagt, Christoph Mautz. Ich bin einer, der vor allem davon lebt, dass er Bücher schreibt und aus diesen Büchern auch vor Publikum laut vorliest. Jetzt kann man natürlich vor Publikum aus Büchern auch leise vorlesen, aber das macht relativ wenig Sinn, weil dann kein Mensch ein Wort versteht von dem, was man vorlesen möchte. Vampire. Vampire sind jetzt aber total in, weil Vampire sind super. Und ich habe gewusst, okay, es gibt scheußliche Vampire und es gibt wunderschöne Vampire. Es gibt ganz blasse Vampire mit Rehaugen, deren Gesicht die Farbe von gespiebernem Grießkoch hat, die also ständig seltsam sind. Oder flatternde Vampire oder was auch immer, mit längeren Zähnen, mit Kürzeren. Und ich bin dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren und in meinem Hinterkopf hat es im Takt der Straßenbahn gerattert. Vampire, 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 Vampire. Und ganz normale Vampire, also die wohnen halt da, wohnen 2. Bezirk, Enzgasse 18 damals, hätten in der Nachbarwohnung die Vampire gewohnt. Die Familie Wurdelack. Steht auch auf der Gegensprechanlage. Wurdelack. Mautz, Wurdelack, Meier, Lobotny, also völlig normal. Die kann man auch am Gang treffen, habe ich mir gedacht. Da kommt man am Abend nach Hause, gehen die vielleicht gerade fort. Ne? Also der Opa Wurdelack, den trifft man zum Beispiel am Gang, sagt, na, der Wurdelack, und sagt, guten Abend, Herr Mautz. Geht's Ihnen gut, Herr Wurdelack? Sehr gut, sehr gut. Haben Sie gegessen heute schon etwas, Herr Wurdelack? Sehr gut. Hier ruht, wohnt Herr Professor Titus Korsenack Ramirez, Vampirologe. Sprechstunde Montag, Mittwoch, Freitag, 15 bis 17.30 Uhr. Und dann habe ich angeläutet. Bitte. Scheißlich gericht. Und dann ist von ganz alleine die Tür aufgegangen und ich habe niemanden gesehen. Hallo. Ist da jemand? Oh, wer sind Sie überhaupt? Herr Professor, bitte erklären Sie mir grundsätzliche Dinge über den Vampir. Und was der Professor mir erklärt hat, das hören wir jetzt. Und das ist sozusagen die wissenschaftliche Einleitung. Ich würde euch auch bitten, dass ihr brav mitschreibt. Ich werde das nachher auch prüfen, ja? Wissenschaftliches Vorwort von Professor Titus Korsenack Ramirez. Grundsätzliches über den Vampir. Immer wieder fragen mich meine Studenten. Herr Professor, gibt es sie wirklich, die Vampire? Ich runzle dann meine hohe Stirne. Zwirble mir dramatisch den Schnurrbart mit meiner rechten Hand und brable nahezu lautlos, aber bebend in mich hinein. Plötzlich blicke ich dem jungen und unwissenden Menschen, der da vor mir steht, pfeilgerade und direkt ins weit aufgerissene Rehauge und brumme. Ja, natürlich. Und es heißt nicht Herr Professor, sondern Herr Professor, Sie Wurm. Der leider mysteriös verschollene Begründer der Vampirologie, also der Wissenschaft von den Vampiren, der unvergessene Professor Schwammerlbrocker, teilt die Vampire in folgende Kategorien ein. Der Vollvampir. Der Vollvampir hat einen ausnehmend runden Kopf und trägt die Haare gerne pomadisiert, also mit viel Haargel streng zurückgekämmt. Er ist ein ziemlich unheimlicher Geselle, liebt wallende Umhänge und ist sogar fähig, sich in einen Wolf oder eine Fledermaus zu verwandeln. Das Gebiss des Vollvampirs besteht in erregtem Zustand aus 4 spitzen Fangzähnen statt normaler Eckzähne in unerregtem Zustand. Also wie das die Vollvampire machen, ist der Wissenschaft bis heute ein absolutes Rätsel. Wir wissen es nicht genau, ziehen sie ein Ohrlappel, hauen sie ein Kopf, dass die Zähne... was die machen, dieses Gesind, und wir wissen es nicht.